hallo zusammen. Hier ist euer Jörg, euer Taschenfreak. Ja, wie ihr seht, stehen hier zwei graue, stoffgraue Taschen auf meinem kleinen Tisch. Ich komme gerade zurück von einem Trip mit meinem Papa. Eigentlich wollten wir nur nach Salzburg fahren. Irgendwie sind wir an der Adria und am Gardasee gelandet. 2,5 Tage und ja, ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich so dabei hatte an Equipment und wie ich es verpackt habe. Ihr seht hier die Owner Brixton in Smoke, Stofftasche mit Lederbesatz, und ihr seht die Owner Bowery geschrieben, die kleine Tasche aus demselben Material, Stoff, Smoke, so Canvas-Stoff, auch mit Lederbesatz. Ja, was hatte ich an Equipment dabei? Eigentlich ganz einfach, die kleine Tasche, das ist meine Drohnentasche. Hier ist die DJI Mavic Pro drin, mit entsprechenden Ersatzpropellern, mit der Fernbedienung und einem zweiten Ersatzakku. Passt super in die kleine Tasche, hatte ich dabei, bin sie allerdings nur auf der deutschen Seite geflogen, weil das in Österreich mit den dortigen Bestimmungen extrem schwierig ist und ich da eigentlich keine Risiken eingehen wollte. Aber in Berchtesgadener Land, in den Bergen, ein bisschen geflogen, ein bisschen ein paar Fotos gemacht, dem Papa die Drohne gezeigt, der da ganz fasziniert war. Mal schauen, was dabei rumkommt. Die Taschen sind, wie ihr gerade sehen konntet, noch nicht ausgepackt. Das passiert jetzt erst heute im Laufe des Tages und auch dann werde ich erst das Material mal ein bisschen sichten und sichern. In der Alltagstasche, in der Fototasche, hatte ich Folgendes drin. Schauen wir mal rein. Mit den Klettverschlüssen oder mit den nicht Klettverschlüssen, mit den Klickverschlüssen, die hier längenverstellbar sind, wie man das von der Schulranzentasche von vor 30 Jahren kennt, das seht ihr ja. Also zur Tasche selbst muss ich wahrscheinlich nicht viel erklären. Magnetisches Rückenfach, da ist mein Headset drin. Wenn ich mal in meine eigene Welt abtauchen wollte und mal ein bisschen Musik gehört habe oder mal einen Podcast gehört habe. Ja, in der Innenseite Stoff. Deckel, sehr, sehr solide verarbeitet. Die Tasche ist übrigens super wasserunempfindlich. Ich bin auch mal schön durch den Regen gelaufen. Gar kein Problem. Was ist in der Tasche? Hotelrechnung, ja, die gehört leider auch dazu. Das iPad als Datensicherungsmechanismus nutze ich immer lieber, auch mit Lightroom Mobile. Macht mir sehr viel Spaß. Dazu passend mein Apple Stift zum Schreiben. Mein Headset-Täschchen, das kennt ihr, das Headset. Kleines Notizheften, Ersatzgroschen, Kugelschreiber, die Geschichten, das kennt ihr alles auch immer dabei. Päckchen, Taschentücher, man weiß ja nie, was einen so erwartet. Geldbörse, jetzt eher leer nach dem Trip. Powerbank, Strom kann man immer gebrauchen. Und dann zum Kamera-Equipment. Mein Manfrotto Pixie, das kleine Stativ, das kennt ihr, habe ich eigentlich immer dabei. Habe ich dieses Mal, glaube ich, gar nicht eingesetzt, aber ich habe es immer gerne dabei. Mikrofasertuch, ganz, ganz wichtig, ohne das gehe ich nicht aus dem Haus. Es gibt immer, und wenn es die eigene Brille ist, oh, das ist übrigens ein gutes Stichwort, es gibt immer irgendwas zu putzen. Und deswegen, ohne so ein Mikrofasertuch gehe ich nicht aus dem Haus, wenn ich eine Kamera dabei habe. Ja, dann die Leica Q. Klar, ohne die gehe ich auch nicht aus dem Haus. Im Moment nutze ich mal wieder das Peak Design Gurtsystem, weil es schön schlabberig ist. Ich wechsle da ja immer mal. Im Moment mag ich das sehr gerne. Also die Leica Q dabei, dann hatte ich dabei die Leica Mini Lux, die analoge, die jetzt auch endlich 30 Bilder auf dem Film hat. Bin sehr gespannt, was daraus geworden ist. Wie heißt es so schön? Film is not dead. Schauen wir mal, ob das was wurde. Ist der erste Film, den ich mit der kleinen alten analogen Leica Mini Lux gemacht habe. Und dann meine Reisekamera habe ich sehr selten dieses Mal eingesetzt. Ich glaube nur ein paar Schüsse in Salzburg gemacht, wo ich das große Tele gebraucht habe von der Salzburg. Von unserem Hotel aus, schöner Blick gewesen, aber 24 bis 600 mm muss ich auch nicht viel zu sagen, nutze ich gerne, aber meistens, meine Welt ist irgendwie 28 mm, ich bin doch eher der Weitwinkeltyp und nutze eigentlich immer die Leica Q. Ja, dazu für beide Kameras jeweils zwei Akkus da drin und ein bisschen analoges Filmmaterial, noch zwei Ersatzfilme. Ja, und das war es eigentlich schon. Damit bin ich unterwegs und mehr nehme ich auch in einen längeren Urlaub eigentlich nicht mit. Das iPad ist Pflicht für alles, meine Office-Abwicklung, meine Bildersicherung mit Lightroom Mobile synchronisiert, die Leica Q, absolute Pflicht, ohne die gehe ich nicht aus dem Haus. Mein Headset-Täschchen, mein Manfrotto Pixie, die Reisekamera, die Powerbank, ein bisschen Ersatzakkus. Und das war es auch schon. Der Notebook bleibt zu Hause bei solchen Trips, ist mal auch abends nicht abgelenkt, sondern kann sich am iPad die wichtigsten Sachen machen, ein bisschen Bilder sichten, das funktioniert ja immer besser. Und ja, das ist alles dabei. Das Ganze ist super tragbar und passt eben auch gut und handlich in so eine schicke kleine Tasche rein. Wie gesagt, das ist die Owner Brixton, habe ich von Design Straps bezogen, kann ich nur empfehlen, die Mädels.
dort und ja, die gefällt mir sehr gut, weil sie innen drin auch sehr, sehr weich gepolstert ist. Sie ist in Summe schön knautschig, anschmiegsam, aber trotzdem stabil genug, so dass da nichts zu Schaden kommt, dass alles gut geschützt ist. Und es flutscht schön alles rein, es passt super und das gefällt mir wirklich an der Stelle sehr gut. Taschen gibt es viele schöne, ihr wisst es, ich lege mich da auch nicht fest, ich wechsle da gerne mal. Aber die zwei, gerade so im Set jetzt, die mag ich eigentlich doch sehr, weil sie mir sehr viel Spaß gemacht haben und auch ein Stück weit unscheinbar sind. Wenn ich Kritik äußern darf, was mir gefehlt hat, ich bin immer mit meinem Trolley unterwegs, mit meinem Alu-Remova-Trolley, wo meine Klamotten, meine Waschsachen und so weiter drin sind. Was mir wirklich fehlt an der Rückseite, ist entweder eine Öffnung, die man hier unten aufmachen könnte für das Fach oder eben ein kleines. Das wäre aus Leder hier so schön gewesen, das hier ein Trolleyband dran zu machen, dass der eben nicht vom Trolley runterrutscht. Der Griff, der ist gut, als Handgriff funktioniert der prima, ist aber zu schmal, um das über den Trolley drüber zu stülpen. Also das fehlt, ist wirklich die letzten 5%, die sie dieser Tasche fehlen. Ansonsten mag ich die sehr, weil es ein tolles Material ist, sehr, sehr robust ist und irgendwie auch unscheinbar aussieht und man nicht gleich immer als der ja, klassische Loewe Pro Fotojournalist irgendwie auffällt. Ja, so viel dazu. Was war in der Tasche sozusagen? 2,5 Tage, Salzburg, Adria, Gardasee und wieder nach Hause. Ja, die Tasche hat so ungefähr 15.000 Schritte in Summe hinter sich gebracht, war schön unterwegs und ja auch über 2.300 Kilometer im Auto verbracht, aber schickes Täschchen, hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen bei der Auswahl eures Urlaubsgepäcks, falls euer Urlaub noch ansteht. Schaut es euch an, ich finde das ein schickes Set und habe das ganz bewusst nicht in einer Tasche, da ich die Drohne sehr oft auch im Auto lasse oder im Hotel lasse und eben nicht mitnehme. Ja, hier war euer Jörg, euer Taschenfreak und ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis bald, ciao, ciao.